Hallo, heute sind wir im Erlebnis zu Hannover. Die Antilope lebt in der nordafrikanischen Wüste rund um die Sahara. Sie ist hervorragend an den Lebensraum der trockenen Wüste angepasst. Sie kann hervorragend Wasser sparen und kommt mit den Wetterbedingungen dort hervorragend zurecht. Die Allachs-Antilope ist aber leider, wie viele andere Großtiere der nordafrikanischen Region, nahezu ausgerottet. Bis auf wenige Tiere, die noch im südlichen Sudan und im Tschad vorkommen, ist die Tierart im letzten Jahrhundert fast komplett dort verschwunden. Das liegt in erster Linie daran, dass diese Tiere sehr stark bejagt wurden. Deswegen wurde zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hier ein Zuchtprogramm in Europa eingerichtet, das von den europäischen Zoos begleitet wurde und durch den Zoo Hannover geführt wurde. Mit dem Ziel, eine Population dieser seltenen und eindrucksvollen Tiere in Zoos zu erhalten, um sie dann gegebenenfalls wieder irgendwann im Freiland wieder anzusiedeln. Dazu mussten aber erst einmal Gebiete gefunden werden, in denen man diese Tiere wieder ansiedeln kann und wo sie geschützt sind vor der möglichen Bedrohung, vor der Bejagung. In Nationalparken in Marokko und in Tunesien wurde man fündig und so konnte man in den 80er, 90er Jahren und zuletzt 2007 ca. 100 Tiere aus europäischen Zoos im Souss-Massa-Nationalpark in Marokko und im Bouhetma-Nationalpark in Tunesien wieder ansiedeln. Aus diesen Tieren, die ursprünglich aus Zoos in Europa und in Amerika stammen, ist mittlerweile wieder eine Population von ca. 500 Tieren erwachsen, die in diesem Nationalpark, in dieser geschützten Region leben. Später ist dann das Ziel, von diesen Tieren auch weitere Tiere in den Sahara-Raum zu entlassen. Aber dazu muss tatsächlich natürlich vorher auch sichergestellt werden, dass diese Tiere nicht mehr durch Jäger etc. bedroht sind. Für das Wiederansiedlungsprojekt der Allachs-Antilope in den marokkanischen und tunesischen Nationalparken wurden von dem Zuchtbuchkoordinator aus dem Zoo Hannover Tiere ausgewählt, aus ganz Europa und auch aus amerikanischen Zoos, und zwar so, dass möglichst alle Blutlinien dort zukünftig in den nordafrikanischen Zoos vertreten sind. Die Tiere wurden dann zu einem zentralen Sammelpunkt hier in Hannover von allen Zoos gebracht und von dort dann mit damals der marokkanischen Luftwaffe direkt nach Marokko geflogen. Dort sind sie zuerst in sogenannte Semireservate gekommen, das heißt, sie werden dann über mehrere Wochen in kleineren Gehegen gehalten, um sich erstmal an das Klima zu gewöhnen und natürlich auch an das dort vorhandene Futter. Es zeigte sich aber sehr schnell, dass die Antilopen, auch die Allachs-Antilopen dieser Generation hier im Zoo Hannover leben, sehr schnell mit den klimatischen Bedingungen dort zurechtkommen und auch mit dem Futter dort zurechtkommen. Das sind also Dinge, die sie instinktiv können. Nach einigen Wochen dann, wenn die Tiere sich an die Bedingungen vor Ort gewöhnt haben, werden dann diese Tore der kleineren Gehege geöffnet und die Tiere können dann in den Nationalpark entweichen, der aber auch umzäunt und geschützt ist. Geschützt in erster Linie deswegen, damit zum Beispiel wildernde Hunde nicht in diesen Nationalpark eindringen und die Allachs-Antilopen reißen. Diese
Dieses Zuchtprogramm für die Addax-Antilopen wird vom Zoo Hannover geführt. Ein sogenannter Zuchtbuch-Koordinator versucht, eine genetisch gesunde Population über viele Generationen aufrechtzuerhalten. Dazu gibt er Empfehlungen an alle teilnehmenden Zoos, welche Tiere miteinander züchten sollen und welche Tiere eben nicht züchten sollen. Im Hintergrund bei uns sehen Sie derzeit zwei Jungtiere, die hier im Sommer, im Juli und im August geboren sind und die dann in weitere Zoos abgegeben werden, um auch weiterhin natürlich diese Population in Zoos gesund und aufrecht erhalten zu können. Im europäischen Zuchtbuch leben derzeit etwa 300 Addax-Antilopen, verteilt auf ca. 30 Zoos, die an diesem Projekt teilnehmen. Auch zukünftig ist geplant, noch weitere Wiederansiedlungsprojekte in anderen Teilen Nordafrikas vorzunehmen. Die Addax-Antilope selbst ist super an das Leben in der kargen, heißen Region rund um die Sahara angepasst. Es ist die Antilope, die am besten an die Hitze und an das wenige freie Wasser angepasst ist. Sie kann mehrere Wochen lang tatsächlich ohne freies Wasser auskommen, nur dadurch, dass sie mit der wenigen kargen Nahrung genug Flüssigkeit aufnimmt und Wassersparmechanismen entwickelt hat, die ihr eben ermöglichen, mit so wenig Wasser auszukommen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.